schockierende Aufnahmen, in denen ein Alien-Implantat entfernt wird. Die Entdeckung des Fragments einer fliegenden Untertasse. Das Lokalisieren von UFO-Landeplätzen. Alles Aufgaben spezieller Ermittler. Ich habe eine Unmenge an greifbaren Beweisen gesehen. Ich bin davon überzeugt, dass es UFOs gibt. Diese realen Akte-X-Agenten sind überzeugt, dass die Wahrheit irgendwo da draußen liegt. Ihr Ziel ist es, zu beweisen, dass die Science-Fiction recht hat. Sie sind die UFO-Jäger. Der Job eines UFO-Jägers ist die Suche nach der ultimativen Wahrheit, nach einer Bestätigung, dass wir nicht allein im Universum sind. Sie können Beweise vorlegen, die belegen, dass wir sogar Besuch aus anderen Welten bekommen. Doch gibt es solche Beweise wirklich? Und wenn ja, würde das die Meinung der Menschen über UFOs und ihre Jäger beeinflussen? 1985 behauptete ein Mann namens Bob White, das Fragment eines UFOs gefunden zu haben. Ich fuhr mit einer jungen Dame namens Jane von Denver nach Las Vegas. In der High Desert kann man in einer sternenklaren Nacht unendlich weit sehen. Plötzlich weckte sie mich auf und wollte wissen, was das da für ein Licht am Himmel sei. Ich hatte keine Ahnung, aber wir beobachteten es. Je näher wir kamen, desto größer wurde es. Wir hielten an und ich musste mir die Hand vor Augen halten. So grell war das Licht. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich machte sie die Scheinwerfer an und das Ding schoss in die Luft. Weiter oben am Himmel dockte es an ein weiteres Licht an und dann wurde ein Objekt herausgeschossen. Im ersten Moment sah es aus wie ein rotglühender Klumpen und war unglaublich heiß. Mein erster Gedanke war, was um alles in der Welt ist das? Was könnte das sein? Nachdem das Objekt abgekühlt war, verstaute es White im Kofferraum. Hier sieht man das Original, das White entdeckt hat. So sah es aus, nachdem es abgekühlt war. Nur, dass dieses Endstück ursprünglich rund war. Man hat es bei der Analyse in Los Alamos abgeschnitten. Das spitz zulaufende, schartige Fragment ist gut 20 cm lang und 700 Gramm schwer. Sein Isotopenverhältnis und die Elementarzusammensetzung wurden im regierungseigenen Los Alamos National Laboratory untersucht. Nach ein paar Wochen sprach White mit einem Techniker des Labors. Er war sehr aufgeregt und meinte, es wäre definitiv außerirdisch. Sein ganzes Leben hätte er auf einen Fund wie diesen gewartet. Ich war natürlich begeistert und habe sofort Michael Bryan, einen Zeitungsjournalisten, informiert. Der hat den Wissenschaftler erneut angerufen und derselbe Mann hat dann behauptet, er hätte das alles nie gesagt und dass man ihn angewiesen hätte, mit niemandem darüber zu sprechen. Das war's dann. Los Alamos ging ab sofort auf keine Nachfragen mehr ein, die das seltsame Objekt betrafen. White schickte seinen Fund an 8 verschiedene Labore, darunter auch das MIT, das New Mexico Institute of Mining and Technology und die Scripps Laboratories. Obwohl alle nur bestätigen, dass die komplexe Struktur hauptsächlich aus Aluminium besteht, war sich White sicher, dass eine der Untersuchungen die wahre Herkunft entschlüsselt hatte. Der wichtigste Test wurde von einem Wissenschaftler durchgeführt, der zusammen mit einem Team bereits Meteoritenfunde in der Antarktis und in Indien untersucht hatte. Die Messung der Strontium-Isotope der Meteoriten ergab, dass sie vom Mars stammen mussten. Bei den Messungen an diesem Objekt kamen dann Werte heraus, die genau zwischen den beiden vom Mars stammenden Objekten lagen. Ein weiteres ungewöhnliches Fragment, das dem von White sehr ähnlich ist, wurde schon 40 Jahre zuvor entdeckt. Die Unterlagen dazu wurden von der US-Regierung freigegeben.
Es geht dabei um ein fast identisches Objekt, das vom CIC, dem damaligen militärischen Nachrichtendienst der USA, in den 1940ern in Dänemark entdeckt wurde. Und deren Worte, also nicht meine, waren, dass es sich um ein Teil einer fliegenden Untertasse handelt. Im Jahr 2004 bestand White drei unabhängige Lügendetektorentests, die von Justizbeamten und vereidigten Spezialisten durchgeführt wurden, um seine Aussagen zu untermauern. Trotzdem wollte niemand seine Geschichte veröffentlichen. Der lange Weg erschöpfte seine Ersparnisse und seinen Kampfgeist. Ich habe nicht darum gebeten, dass mir sowas passiert. Ich wollte auch nicht, dass mich die Leute einen UFO-Spinner schimpfen. Ich habe nie an diese Dinge geglaubt. Aber wenn man es mit eigenen Augen sieht, fängt man an, daran zu glauben. Bob Whites Suche nach der Wahrheit zeigt die Arbeit eines modernen UFO-Jägers. Aber was verbirgt sich sonst noch dahinter? Der Begriff UFO-Jäger ist eigentlich ziemlich treffend, weil so viel damit verbunden ist. Man jagt nach Sichtungen, nach Zeugen, nach Aufzeichnungen. Es ist eine Mischung aus vielem und natürlich auch die Jagd nach aufgeschlossenen Zuhörern. In der Vergangenheit habe ich versucht, Unterstützung seitens der Regierung zu bekommen, vom FBI, der CIA, der Air Force. Ich bin davon überzeugt, dass die Frage nach Besuchen Außerirdischer die größte Geschichte des Jahrtausends ist. Stanton Friedman sollte es wissen. Der Nuklearphysiker hat 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der UFO-Forschung. Friedman gilt heute als einer der erfahrensten UFO-Jäger. Das unbeirrbare Streben nach der Wahrheit und die leidenschaftliche Suche nach Antworten ist das, was den modernen UFO-Jäger mit seinen Vorgängern verbindet. Gibt es UFOs wirklich? Diese Frage stellte sogar der erste bekannte UFO-Jäger, Dr. J. Allen Hynek, immer wieder. J. Allen Hynek ist so etwas wie der Pate der UFO-Forschung. Dieser Mann hatte mehr Erfahrung, mehr Wissen und mehr Kontakte auf diesem Gebiet als jeder andere. Mehr als wir alle je haben werden. J. Allen Hynek war Astronom an der Northwestern University. Als die US-Regierung ihr Project Blue Book ins Leben rief, hat sie sich J. Allen Hynek als wissenschaftlichen Berater ins Boot geholt. Project Blue Book wurde 1947 von der US-Luftwaffe entwickelt, um das UFO-Rätsel wissenschaftlich zu untersuchen. Hynek als ranghöchster ziviler Berater war zunächst skeptisch. Zum momentanen Zeitpunkt gibt es in meinen Augen keinen fundierten wissenschaftlichen Beweis für den Besuch von Raumschiffen. Doch dann musste Hynek feststellen, dass er keinen uneingeschränkten Zugang zu allen Daten hatte, wie bei der Untersuchung der UFO-Sichtung über dem Minot Luftwaffenstützpunkt im Jahr 1968. Die Air Force bat ihn, den Vorfall zu untersuchen. Doch als er in North Dakota ankam, wurde er plötzlich daran gehindert, die Zeugen zu befragen. Es war also offensichtlich, dass einige der wirklich interessanten Fälle an ganz andere Stellen gingen. Nach 21 Jahren im Dienst der Regierung hatte sich Hyneks Meinung über die Existenz von UFOs geändert. Nachdem Project Blue Book eingestellt wurde, beschloss Hynek, die UFO-Forschungen auf eigene Faust weiterzubetreiben. Er gründete mit dem UFO-Jäger John Schüssler das Mutual UFO Network, kurz MUFON, das bis heute UFO-Sichtungen untersucht. Das MUFON wurde ins Leben gerufen, weil es keine Stelle gab, an die die Menschen sich mit ihren UFO-Geschichten wenden konnten. Schüssler und Hynek wurden zwar in UFO-Kreisen respektiert, doch es war ein anderer UFO-Jäger vom Institut für Atmosphärenphysik der University of Arizona, der seinen Ruf nutzte, um die Sichtweise seiner Kollegen auf UFOs zu verändern. Bevor James McDonald öffentliches Interesse an unseren Untersuchungen bekundete, hat die Wissenschaft das UFO-Phänomen völlig ignoriert. McDonald war der erste renommierte Wissenschaftler, der öffentlich Interesse daran bekundete. Seine Kollegen waren total überrascht, denn zu dieser Zeit hätte kein Wissenschaftler je öffentlich zugegeben, dass er sich mit UFOs beschäftigte. Das war nur etwas für Spinner. Anne Druffel beschäftigt sich seit 57 Jahren mit UFOs. Sie hat die persönlichen Aufzeichnungen von James McDonald entdeckt und daraus die Biografie Firestorm verfasst.
Er hat hunderte von Vorträgen vor wissenschaftlichen Gruppen zum Thema UFOs gehalten. In seinen Aufzeichnungen hat er immer wieder erwähnt, dass das UFO-Phänomen in seinen Augen ein ernsthaftes wissenschaftliches Problem darstellt. Er war also sowas wie der Top-Jäger. Jim McDonald war so sehr von der Sache überzeugt, dass er es 1968 sogar schaffte, einen Kongressabgeordneten davon zu überzeugen, Anhörungen zu unterstützen. Sechs Wissenschaftler machten ihre Aussagen persönlich, auch McDonald und Hynek. Sechs weitere reichten ihre Aussagen schriftlich ein. Dr. Frank Drake, Professor für Astronomie an der Cornell University, folgte McDonalds Beispiel und half dabei, das wohl bekannteste Programm zur Erforschung von Leben im Weltraum zu schaffen. Das Search for Extraterrestrial Intelligence Programm, kurz SETI. Das SETI-Programm beschäftigt sich mit der Frage, ob es in anderen Sternensystemen bewohnte Planeten gibt und wie man mit ihnen Kontakt aufnehmen könnte. Mit weltweit operierenden Radioteleskopen sucht SETI im Weltraum nach Radiowellen von anderen intelligenten Lebewesen. Doch Dr. Rudy Schild, Forscher am Harvard-Smithsonian Institut für Astrophysik, vermutet, dass SETI seine Fehler hat. In meinen Augen ist SETI der Ansatz hochintelligenter Menschen, die meinen, dass sie außerirdische Technologie verstehen und auch nutzen können. Und vor allem beweisen wollen, dass es außerirdisches Leben gibt. UFO-Jäger hingegen sind auch sehr intelligent, aber sie handeln so, wie es jeder von uns tun würde. Sie packen ihre Kameras und Geigerzähler aus und dokumentieren Beobachtungen. Ich kann den UFO-Jägern nur gratulieren, denn ich denke, sie werden als Erste fündig werden. 24. April 1964, Socorro, New Mexico. Am helllichten Tag beobachtet der Polizeibeamte Loni Zamora nur 30 Meter von sich entfernt ein ovales Objekt mit vier Füßen und zwei menschenähnlichen Wesen. Als das Objekt abhebt, hinterlässt es verbrannte Büsche und vier Abdrücke im Boden. Zwei Tage später wird ein fast identisches Objekt im knapp 250 Kilometer entfernten La Madera gesichtet. Beide Fälle werden von den UFO-Jägern J. Allen Hynek und seinem Studenten Ted Phillips untersucht. Ich fing als Skeptiker an und war nach dem Fall in Socorro geläutert. Es gab vier Abdrücke der Landungsstützen und ein paar kleinere, die wie Fußabdrücke aussahen. Das war einer von den wirklich sehr aussagekräftigen Fällen. Wir haben Ted Phillips' Arbeit jahrelang verfolgt. Was er geleistet hat, verdient Anerkennung. Denn er ist schon rausgegangen, bevor es Mode wurde, und hat Beweise für UFO-Landungen gesammelt. Er nannte sie Landungsspuren, also greifbare Beweise dafür, dass etwas passiert ist. Mein Job als UFO-Jäger ist einfach das Sammeln von greifbaren Beweisen über UFO-Sichtungen. In den letzten 36 Jahren habe ich persönlich etwa 600 Fälle untersucht oder begleitet. Bedingt durch die Menge an Beweisen wurde der Fall Socorro zum Wendepunkt für viele UFO-Jäger, einschließlich J. Allen Hynek. Allen hat viel über diesen Fall gesprochen. Er meinte, das wäre ein Zeichen dafür gewesen, dass etwas im Gange war. Denn hier handelte es sich um eine Sichtung bei Tageslicht. Unter den Zeugen gab es einen Polizeibeamten und es gab greifbare Beweise am Landeplatz. Deshalb hat er mir vier Jahre später vorgeschlagen, mich auf Landungsfälle zu spezialisieren. Besonders auf jene, bei denen es offensichtliche Beweise gab. Denn man kann Jahre damit verbringen, die Lichter am Himmel zu beobachten, und alles, was dabei herauskommt, sind reine Beobachtungen. Dr. Hynek hat seinen Leuten immer empfohlen, sich zu spezialisieren. Ted war einer, der auf ihn gehört hat, und er machte sich einen Namen als Spezialist für Landungsbeweise. Bis heute wird die Socorro-Sichtung in den Regierungsunterlagen als unerklärlich geführt. Phillips' Archive hingegen sind voller Fälle, die er als bedeutend bezeichnet.
Bei einem bedeutenden Fall gibt es mehrere Zeugen, gute Sicht aus geringer Entfernung, genügend Zeit für die Augenzeugen, um alles zu realisieren, und greifbare Überreste. Mit anderen Worten, das Objekt hinterlässt Spuren in der Erde, an Pflanzen oder Bäumen. Es kommt immer auf den Fall an. Einige Fälle, die er untersucht hat, konnten unmöglich auf normalem Weg entstanden oder gefälscht worden sein. Es muss sich um etwas Ungewöhnliches gehandelt haben, das gelandet ist, die Umgebung verändert hat und wieder verschwunden ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir es mit bewusst hinterlassenen Spuren einer fremden Intelligenz zu tun haben, basierend auf Daten und Fakten. Während sich Phillips auf Untersuchungen an Land spezialisiert hat, nehmen andere UFO-Jäger das Meer unter die Lupe. Angesichts der Tatsache, dass 70% unseres Planeten von Wasser bedeckt sind, richtet sich ein Großteil der UFO-Forschung auf die Weltmeere. UFO-Jäger Paul Stonehill hat 10 Jahre damit verbracht, solche Sichtungen zu untersuchen. Als die Sowjetunion auseinanderbrach, beschloss ich, ein russisches UFO-Forschungszentrum zu gründen, als eine Art Brücke zwischen sowjetischen und amerikanischen Ufologen. Auch die Sowjets hatten es mit Vorfällen und Gegenständen zu tun, die sie nicht greifen oder erklären konnten. Aber sie haben es erforscht. Einige der interessantesten Fälle ereigneten sich zwischen den 1960ern und 70ern, als es einige U-Boot-Kommandanten mit riesigen Objekten zu tun bekamen, die aus dem Wasser aufstiegen und sie verfolgten. Riesige zigarrenförmige Objekte, die über ihren Booten schwebten, sie beobachteten und sich mit enormer Geschwindigkeit bewegten. Stonehill spezialisierte sich auf das, was die Forscher USO-Begegnungen nennen. Ein USO ist ein unidentifiziertes submarines Objekt. Ein UFO ist ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Der sowjetische Nachrichtendienst, besonders der Nachrichtendienst der Marine, war sehr interessiert an USOs, da es darum ging, die unmittelbare Gefahr einzuschätzen. They had examples. 1982 zum Beispiel versuchte ein Kommandant im Baikalsee, eines dieser schwimmenden Objekte sicherzustellen. Bei diesem Einsatz verlor er einige seiner Leute sowie seine komplette Ausrüstung. Daraufhin beschloss das sowjetische Oberkommando, keine Menschenleben mehr für die Erforschung dieser Phänomene, dieser sogenannten Beobachter, aufs Spiel zu setzen. Es ist nicht einfach, sowjetische UFO- oder USO-Vorfälle zu untersuchen, denn den Hang zur Geheimhaltung hat Russland leider beibehalten. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das, was sich in diesen Unterlagen finden ließe, sollten sie jemals freigegeben werden, die Geschichte unseres Planeten verändern würde. Doch während sich einige durch Archive kämpfen, forschen andere UFO-Jäger jenseits der materiellen Welt. Viele Menschen, die sich mit UFOs beschäftigen, erweitern damit ihren Horizont. Sie betreten die Welt der Metaphysik, weil sie nach Antworten suchen. Sie spüren, dass es noch etwas Größeres geben muss als das, was die Wissenschaft erklären kann. Einer dieser UFO-Jäger ist John Rixey Moore. In den 1990ern untersuchte er auf der ganzen Welt ein Phänomen, das mit UFOs in Verbindung gebracht wird: Kornkreise. Einen frischen kann man körperlich spüren. Er kann einem echt die Haare zu Berge stehen lassen. Wenn man darin herumläuft,
stellt man erstaunlicherweise fest, dass das Zentrum des Strudels nicht unbedingt das Zentrum des Zeichens sein muss. Meist liegt es weit außerhalb. Und wenn man in Richtung der umgebogenen Halme geht, hat man das Gefühl, dass es bergab geht. Man läuft fast. Geht man aber gegen die Liegerichtung der Halme, dann passiert genau das Gegenteil. Man kommt aus der Puste und hat das Gefühl, bergauf zu steigen. Einige Menschen reagieren sogar mit Übelkeit in der Nähe dieser Phänomene. Auch UFO-Jäger Ruben Uriati kann diese körperlichen Auswirkungen bestätigen. Im Laufe der Jahre hatte ich die Chance, durch einige Kornkreise zu gehen. Und bei einigen der Leute, die mit mir zusammen waren, konnte ich körperliche Symptome miterleben. Einigen wurde schwindelig, andere hatten das Gefühl auszutrocknen. Manchmal wurde sogar mir schwindelig. Man spürt, dass da etwas ist, dass etwas mit einem passiert. Ich bin ein UFO-Jäger, weil ich wissen will, was auf diesem Planeten los ist, wie das alles zusammenhängt und was es mit uns macht. Ich bin bereit, alles zu tun, um dieses Rätsel zu lösen. Für mich ist es wichtig, diese Jagd nach der Wahrheit fortzusetzen. Albträume. Seltsame wiederkehrende Bilder und Zeitlücken. Die UFO-Jäger behaupten, dies wären Anzeichen für eine Entführung durch Außerirdische. Skeptiker hingegen meinen, dass sich diese Erfahrungen durch moderne Wissenschaft erklären ließen. Noch immer basiert vieles von dem, was über Entführungen durch Außerirdische bekannt ist, auf Augenzeugenberichten. Doch in einigen Fällen gibt es auch Beweise, obwohl der Entführte keine Ahnung hat, wie sie dahin kamen. Dann kommt die approbierte Hypnosetherapeutin Barbara Lamb zum Einsatz. Über eine Rückführung hilft sie ihren Patienten, sich zu erinnern und das Erlebte zu verarbeiten. Eine Rückführung ist eigentlich ganz einfach. Man versetzt jemanden in eine Art Tiefenentspannung. Wenn der Patient nur noch auf sein Inneres fokussiert ist, dann führt man ihn zum Ursprung dessen zurück, was er wissen möchte. Wenn es um Entführungen geht, ist Rückführung eine sehr nützliche Methode. Wenn es richtig gemacht wird, kann es ungeheuer hilfreich sein. Doch man muss dazu viel von der menschlichen Psyche verstehen. So wie Barbara Lamb. Ich habe bislang 480 Rückführungen durchgeführt. Normalerweise kommen die Menschen zu mir, weil es einen deutlichen Hinweis oder mehrere Anhaltspunkte dafür gibt, dass ihnen etwas Seltsames widerfahren ist. Während der Rückführungen beschreiben die Entführten oft beunruhigende Dinge, die ihnen mit Außerirdischen widerfahren sind. Es gibt eine unglaubliche Anzahl von Erfahrungen, die diese Menschen mit Außerirdischen gemacht haben. Meist werden medizinische Versuche mit ihnen durchgeführt. Es werden Blut- und Gewebeproben entnommen, manchmal auch Haarproben. Und in vielen Fällen wird den Entführten auch ein Fremdkörper implantiert. Doch gibt es tatsächlich greifbare Beweise für solche Implantate in menschlichen Körpern? UFO-Jäger Dr. Roger Lear studiert seltsame Objekte, die er seinen Patienten herausoperiert hat. Als UFO-Jäger ist es mein Job, diese kleinsten Beweise eines sehr seltsamen Phänomens zu untersuchen. "41 Jahre lang habe ich als Fußchirurg gearbeitet und mich auch in anderen medizinischen Bereichen fortgebildet. Jetzt nutze ich diese Kenntnisse, um mich der Erforschung körperlicher Beweise einer Alien-Entführung zu widmen. Eines der besten Beispiele dafür ist die Geschichte von Tim Cullen." 30. Mai 1978, Colorado. Tim Cullen und seine Frau Janet fahren auf dem Highway 59 Richtung Norden, als ihnen etwas begegnet, das sie für ein UFO halten.
Obwohl sie davon überzeugt sind, dass diese Begegnung nur ein paar Minuten gedauert hat, kommen die Cullens doch eine Stunde später als erwartet zu Hause an. 20 Jahre später offenbart eine Röntgenaufnahme ein unbekanntes metallisches Objekt in Tim Cullens Arm. Bei unserem ersten Kontakt stellte er sich vor und erklärte mir, dass er dachte, er wäre von Außerirdischen entführt worden und dass da ein metallisches Objekt in seinem Arm stecken würde. Wir haben ihn nochmal geröntgt und tatsächlich einen Fremdkörper entdeckt, der aus Metall zu sein schien. Dies sind Originalaufnahmen der Operation vom 5. Februar 2000. Haben Sie es, Doktor? Dr. Lear überwachte das Entfernen des winzigen Objekts aus Tim Cullens Arm. Obwohl es keine Eintrittsnarbe gab, fand man ein 6 mm kleines Objekt unter der Haut. Nachdem wir das Objekt entfernt hatten, stießen wir auf zwei große Überraschungen. Erstens, dass es keinerlei Entzündungsanzeichen als Reaktion auf den Fremdkörper gab, was schlicht unmöglich ist. Und zweitens stießen wir auf eine große Menge an Nervenzellen, die an dieser Stelle eigentlich nichts zu suchen haben. Sogenannte Propriorezeptoren. Propriorezeptoren sind eine Bündelung von Nervenenden, die man normalerweise in Händen oder Füßen findet. Sie reagieren auf Berührung, Temperatur und Druck. Dr. Lear zufolge gibt es keine medizinische Erklärung dafür, warum sie an ein Stück Metall andocken sollten. Normalerweise mag der Körper es nicht besonders, wenn ein unbekanntes Objekt in ihn eindringt. Er reagiert sofort. Bei einer Bleistiftspitze zum Beispiel kommt es sofort zu einer Entzündungsreaktion. Aber bei diesen Dingen nichts. Null. Schon deshalb unterscheiden sich solche Fälle ganz extrem von normalen Fremdkörpereinschlüssen. Diese Nervenzellen sind so etwas wie eine Steckdose, in die sich diese Objekte einklinken, um sich über die Neuroenergie des Körpers mit Strom zu versorgen. In einem anderen Fall hatten wir glücklicherweise einen Hochfrequenzdetektor vor Ort und konnten so zwei Frequenzschwingungen ausmachen, die von dem Objekt ausgingen. Sind sie erst einmal entfernt, passiert gar nichts mehr. Sie müssen also mit dem Körper verbunden sein, um das zu leisten, wofür sie gedacht sind. Dr. Lear hat bislang mehr als 10 solcher Operationen überwacht. Und bei jeder wurden seltsame Objekte aus dem Körper entfernt. Sie alle werden in Dr. Lears persönlichem Archiv verwahrt. Es sind Beweise, die jeder wissenschaftlichen Erklärung trotzen. Wir haben herausgefunden, dass diese Objekte ein Metall enthalten, das es auf der Erde nicht gibt. Diese Unmenge an greifbaren Beweisen lässt für mich nur den Schluss zu, dass wir von einer fremden Intelligenz besucht werden. Und deshalb bin ich ein UFO-Jäger. Die Echtheit der von UFO-Jägern gesammelten Beweise zu bestätigen, ist ebenso wichtig wie sie aufzuspüren. Egal, ob die Untermauerung nun durch die Wissenschaft, die Metaphysik, durch Dokumente oder Bildmaterial erfolgt, keiner der UFO-Jäger würde seine Reputation durch gefälschtes Beweismaterial aufs Spiel setzen. Seitdem viele UFO-Sichtungen auf Video festgehalten werden, unterliegt ihre Überprüfung Forschern wie dem optischen Physiker der US-Marine Dr. Bruce McAbee. Als UFO-Jäger trenne ich die Spreu vom Weizen. Bei Fotografien zum Beispiel muss ich einfache Verwechslungen und eindeutige Fälschungen von den Aufnahmen unterscheiden können, die wirklich unerklärlich sind. Dr. McAbee hat in den letzten 25 Jahren 3 Dutzend Fachbeiträge und über 100 UFO-Forschungsarbeiten veröffentlicht. Ich kenne Bruce seit über 30 Jahren. Er ist überaus ausdauernd, konsequent und er lässt sich nie von einer persönlichen Meinung, sondern nur von wissenschaftlichen Fakten beeinflussen. In meinen Augen ist Dr. Bruce McAbee ein echter UFO-Jäger.
Dr. Maccabee benutzt computergesteuerte Analyseprogramme, mit deren Hilfe jedes Foto und jedes einzelne Bild eines Videos geprüft werden kann. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen haben sich bewährt. Ich habe nicht nur anhand von Fotos geforscht, sondern auch geschichtliche Forschung im UFO-Bereich betrieben. Dr. Maccabee ist überzeugt, dass Fotos allein nie die ganze Geschichte erzählen können. Er vermutet, dass die US-Regierung Informationen zurückhält. Ich war einer der Ersten, der der Regierung die Türen eingerannt hat, um an Informationen des FBIs zu kommen. J. Edgar Hoover hat mal behauptet, es war und würde nie die Aufgabe des FBI sein, sich in UFO-Untersuchungen hineinziehen zu lassen. Doch in den 70ern hat Dr. Maccabee auf die Herausgabe von Informationen geklagt und 1600 Seiten Material bekommen. Als ich mir die Unterlagen ansah, fand ich Informationen, die es sonst nirgendwo gab. Darunter auch Aussagen von Air Force-Mitarbeitern, die in den Akten der Air Force selbst nie auftauchten. UFO-Jäger Nick Redfern geht Unmengen von Regierungsunterlagen aus der ganzen Welt durch, auf der Suche nach verborgenen Informationen über UFO-Vorfälle. Mein Ansatz ist es, die offizielle Sicht auf diese Dinge unter die Lupe zu nehmen. Ich versuche herauszufinden, was das britische Militär, die Royal Air Force oder das Verteidigungsministerium bereits entdeckt haben. Oder wie hier die CIA, das FBI und die Nationale Sicherheitsbehörde. Was mich dazu treibt, UFOs zu untersuchen, ist die Vermutung, dass es in offiziellen Kreisen Menschen geben muss, die die Wahrheit kennen. Ich finde, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, über etwas so Wichtiges und Unglaubliches wie die Anwesenheit von fremden Lebensformen informiert zu werden. Meine Forschungen haben mich davon überzeugt, dass UFOs Realität sind und dass wir Besuch aus dem All erhalten. Deshalb bin ich ein UFO-Forscher geworden. Gibt es Regierungsmitarbeiter, die zugeben, dass etwas verschleiert wird? Als Nick Pope, ein früherer Angestellter des britischen Verteidigungsministeriums, die UFO-Untersuchungen innerhalb der britischen Regierung öffentlich machte, bekam der Schleier der Vertuschung einen Riss. Begonnen hat man damit etwa 1950, als es die ersten UFO-Sichtungen in unserem Land gab, was natürlich ein hohes Medieninteresse und Interesse in der Bevölkerung zur Folge hatte. Ein Interesse, das man in Regierungskreisen fürchtete. Passt auf, hör zu, das geht hier vor. Wir nehmen an, dass das UFO-Phänomen echt ist. Wenn ein Mitglied des Verteidigungsministeriums öffentlich verkündet, dass es sich bei UFOs tatsächlich um außerirdische Flugkörper handelt, signalisiert das der Öffentlichkeit und den Medien, dass diese Dinge offiziell ernst genommen werden und dass es Menschen gibt, die sie untersuchen. Dr. Robert Wood, ehemaliger Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und Partner von J. Allen Hynek, wertet Unterlagen von 1950 aus, die sich mit Besuchen Außerirdischer beschäftigen. Die Authentifizierung solch umstrittener Dokumente stellt für die UFO-Jäger eine der größten Herausforderungen dar. Wenn man die Echtheit eines Dokuments beweisen will, geht man ganz systematisch vor. Hat man ein Original, dann prüft man zunächst das Papier. Wenn nicht, nimmt man die einzelnen Buchstaben unter die Lupe, die Feinheiten des Drucks. Dr. Wood ist eine Kapazität auf diesem Gebiet. Seine Arbeit im Bereich der forensischen Untersuchung von Dokumenten ist einzigartig. Die Unterlagen umfassen etwa 4000 Seiten freigegebenes Material. Fast so, als hätte ein Mitarbeiter eines Geheimdienstes seinen Schreibtisch leergeräumt. Etwa 500 bis 1000 Seiten sind top secret. Einige dieser streng geheimen Akten enthüllen die Aktivitäten der Majestic 12, eines Geheimkomitees, das angeblich von Präsident Truman ins Leben gerufen wurde, um UFO-Aktivitäten zu untersuchen. Dr. Wood ließ die Dokumente untersuchen. Ich habe sie einem Spezialisten für Schreibmaschinen vorgelegt. Der bestätigte, dass sie auf eine Underwood von 1940 getippt wurden. Basierend auf der Analyse des Schreibmaschinentyps, des Papiers und der Tinte ist Dr. Wood überzeugt, dass die Dokumente echt sind und eine Vertuschung offenbaren.
Ein Großteil meiner Unterlagen zeigt, dass es eine Art Vertuschungsprogramm gab, um vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen, dass es eine große Anzahl von Abstürzen gegeben hat und sogar Außerirdische geborgen worden sind. Dr. Wood ist definitiv ein UFO-Jäger, ein ziemlich guter sogar. Obwohl die UFO-Jäger weltweit immer mehr ins Rampenlicht gelangen, haben sie dennoch ein echtes PR-Problem. Man nimmt sie einfach nicht ernst. Die Entwicklung glaubwürdiger Standards im Bereich der UFO-Forschung unterliegt dem MUFON, der weltweit größten wissenschaftlichen UFO-Forschungsinstitution. Dort hat man ein Trainingsprogramm für eine sorgfältige Vor-Ort-Ermittlung entwickelt. Der Job eines Ermittlers ist es, weder seine Meinung zu äußern, noch die Zeugen zu beeinflussen. Er sollte sich möglichst zurückhalten, zuhören und die Informationen sinnvoll zusammenfassen. Es braucht Übung, um diese Sache richtig anzugehen. Wie geht man bei einer Ermittlung vor? Das MUFON-Vor-Ort-Ermittlerprogramm bildet MUFON-Mitglieder aus, die sich freiwillig dazu melden, die Ermittlungen vor Ort zu übernehmen. Kathleen Marden ist Direktorin des MUFON-Ausbildungsprogramms. Sie überwacht sowohl die Ausbildung als auch die Fortschritte der über 1000 UFO-Jäger des Landes. Derzeit gibt es noch keine von der Regierung unterstützte Organisation, die diese Arbeit übernimmt. Doch die Menschen sehen die Notwendigkeit einer solchen Arbeit. Peter Jeremiah ist ein Ausbilder im MUFON-Programm. Er ist erfahren genug, um herauszufiltern, wer talentiert ist und ernsthaft an die Sache herangeht und wer nicht. Mein Ziel als Ausbilder ist es, qualifizierte und geprüfte Ermittler für diese Arbeit zu haben. Ich will keine Fanatiker, die jedes kleine Ding schon für ein UFO halten. So etwas darf nicht passieren. Wenn Sie sich an das Ermittlerhandbuch halten, offenbart sich das Unerklärliche ganz von selbst und der Rest fällt raus. Benutzen Sie Ihre Bibel, wenn Sie ermitteln. Sie enthält alle Informationen, die Sie brauchen. Diese Bibel ist das Handbuch der MUFON-Vorortermittler. Jeder Fall soll in der Tradition der UFO-Jäger Dr. J. Allen Hynek und Dr. James McDonald untersucht werden. Deshalb hat die Organisation Formblätter entwickelt, die die Dokumentation erleichtern. Sowie ein Vor-Ort-Ermittler-Kit mit nützlichen Werkzeugen wie Kassettenrekorder, Kompass, Karten und einer Kamera. John Schüssler, der Direktor von MUFON, hat eine Vision für die Zukunft von MUFON und will bei jedem neuen Ermittler sicherstellen, dass die Glaubwürdigkeit gewahrt bleibt. Unsere Vorortermittler müssen dieses Handbuch studiert haben und eine Prüfung dazu ablegen, um zu beweisen, dass sie unsere Vorgehensweise verstanden haben. Wir wollen sie damit nicht in ihrem Eifer einschränken, sondern legen nur Kriterien fest, damit auch alle dieselbe Sprache sprechen. Und dann verfassen sie ihren Bericht. Nach der Ausbildung machen sich die UFO-Jäger an die Arbeit. Wenn man eine Meldung bekommt, ruft man als erstes die Zeugen an und arrangiert ein Treffen. Ich spreche gerne persönlich mit ihnen, das ist mir lieber als ein Telefonat. Dann besuchen wir mit ihnen den Ort des Geschehens und fragen nach Foto- oder Videobeweisen. Am Ende fassen wir dann alle unsere Erkenntnisse zusammen und schicken sie an das MUFON-Hauptquartier. MUFON untersucht jedes Jahr mehr als 1000 Fälle, von denen etwa 20% in die Kategorie unerklärlich fallen. Wir haben etwa 300 Berater und Spezialisten aus allen möglichen Bereichen, die das Material unter die Lupe nehmen. Das sind alles Wissenschaftler, egal ob in Astrophysik oder Religion. Zu Dr. Hyneks Zeiten war das noch ein unsichtbares Kollegium. Wissenschaftler, die zwar helfen wollten, aber nicht wollten, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Heute versteckt sich unser Kollegium nicht mehr.
Man beschäftigt sich damit, weil man Wissenschaftler ist und weil es das ist, worum es in der Wissenschaft geht. Informationen werden auf jährlichen Treffen wie der nationalen UFO-Konferenz in Los Angeles ausgetauscht. Die UFO-Jäger kommen zu unseren Konferenzen, um zu lernen. Sie suchen nach Antworten auf das, was sie gesehen oder gehört haben, oder sie sind einfach nur neugierig. Einige unserer Besucher sind UFO-Jäger, die auf eigene Faust nach der Wahrheit suchen. Fachtagungen, Konferenzen und Zusammenkünfte sind äußerst wichtig. Aber ein gutes Netzwerk alleine reicht nicht. Man muss auch immer auf dem neuesten Stand sein, wissen, wie die neuesten Erkenntnisse der Forscher aussehen. Diese Konferenzen bieten uns den Rahmen, aber das meiste spielt sich hinter den Kulissen ab. Dort werden die Informationen ausgetauscht und, glauben Sie mir, ich habe hinter den Kulissen mehr gelernt als sonst wo. Diese Ermittler haben alle ein gemeinsames Ziel. Ich will die Wahrheit ans Licht bringen. Was ist die Wahrheit? Das Hauptziel ist es, die Wahrheit dahinter zu finden. Wir sind erwachsen genug, um die Wahrheit hinzunehmen, egal wie sie aussieht. Die Wahrheit ist da draußen und was auch immer nötig ist, wir tun alles, um sie zu finden. Egal, ob sie die Sterne, die Erde oder den menschlichen Körper ins Visier nehmen, UFO-Jäger glauben an ihre Sache und daran, dass ihre Beweise unwiderlegbar sind. Seit neueste Technologien bislang unbekannte erdähnliche Planeten entdecken, stellt man sich immer öfter die Frage, ob die Geheimnisse des Universums je ganz entschlüsselt werden können. Die UFO-Jäger aber wissen, dass sie einer ganz großen Geschichte auf der Spur sind. Die Aussage dieser Leute könnte jemanden auf den elektrischen Stuhl bringen. Doch kaum berichten sie von einer UFO-Sichtung, schon sind sie nicht mehr glaubwürdig. Diese Doppelmoral in unserem Land werde ich nie verstehen. Wenn mir jemand erklärt, es gäbe keine greifbaren Beweise, dann sehe ich ihn meist etwas bestürzt an und bekunde ihm mein Mitleid. Wenn er mich dann fragt, warum? Dann sage ich immer, weil er so schlecht informiert ist. Die Menge an Beweisen ist überwältigend. Egal ob wissenschaftliche Studien, greifbare Spuren, Augenzeugenberichte und Radaraufzeichnungen oder Entführungen. Es gibt eine Unmenge an Daten und die Menschen, die mir nicht zustimmen, kennen diese Daten nicht. Die Erforschung des UFO-Phänomens bietet uns einen Blick in die Zukunft. In unserer Atmosphäre gibt es Objekte, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Sollten wir uns diese Technologie je nutzbar machen können, würde das die Zukunft der Menschheit verändern. Deshalb bin ich dabei. Deshalb bin ich ein UFO-Jäger. Ich bin davon überzeugt, dass es UFOs gibt. Diese realen Akte X-Agenten sind überzeugt, dass die Wahrheit irgendwo da draußen liegt. Ihr Ziel ist es, zu beweisen, dass die Science Fiction recht hat. Sie sind die UFO-Jäger. Der Job eines UFO-Jägers ist die Suche nach der ultimativen Wahrheit, nach einer Bestätigung, dass wir nicht allein im Universum sind. Sie können Beweise vorlegen, die belegen, dass wir sogar Besuch aus anderen Welten bekommen. Doch gibt es solche Beweise wirklich? Und wenn ja, würde das die Meinung der Menschen über UFOs und ihre Jäger beeinflussen? 1985 behauptete ein Mann namens Bob White, das Fragment eines UFOs gefunden zu haben. Ich fuhr mit einer jungen Dame namens Jane von Denver nach Las Vegas. In der High Desert kann man in einer sternenklaren Nacht unendlich weit sehen. Plötzlich weckte sie mich auf und wollte wissen, was das da für ein Licht am Himmel sei. Ich hatte keine Ahnung, aber wir beobachteten es. Je näher wir kamen, desto größer wurde es.
Wir hielten an und ich musste mir die Hand vor Augen halten. So grell war das Licht. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich machte sie die Scheinwerfer an und das Ding schoss in die Luft. Weiter oben am Himmel dockte es an ein weiteres Licht an und dann wurde ein Objekt herausgeschossen. Im ersten Moment sah es aus wie ein rotglühender Klumpen und war unglaublich heiß. Mein erster Gedanke war, was um alles in der Welt ist das? Was könnte das sein? Nachdem das Objekt abgekühlt war, verstaute es White im Kofferraum. Hier sieht man das Original, das White entdeckt hat. So sah es aus, nachdem es abgekühlt war. Nur, dass dieses Endstück ursprünglich rund war. Man hat es bei der Analyse in Los Alamos abgeschnitten. Das spitz zulaufende, schartige Fragment ist gut 20 cm lang und 700 Gramm schwer. Sein Isotopenverhältnis und die Elementarzusammensetzung wurden im regierungseigenen Los Alamos National Laboratory untersucht. Nach ein paar Wochen sprach White mit einem Techniker des Labors. Ich habe nicht nur anhand von Fotos geforscht, sondern auch geschichtliche Forschung im UFO-Bereich betrieben. Dr. McAbee ist überzeugt, dass Fotos allein nie die ganze Geschichte erzählen können. Er vermutet, dass die US-Regierung Informationen zurückhält. Ich war einer der Ersten, der der Regierung die Türen eingerannt hat, um an Informationen des FBIs zu kommen. J. Edgar Hoover hat mal behauptet, es war und würde nie die Aufgabe des FBI sein, sich in UFO-Untersuchungen hineinziehen zu lassen. Doch in den 70ern hat Dr. McAbee auf die Herausgabe von Informationen geklagt und 1600 Seiten Material bekommen. Als ich mir die Unterlagen ansah, fand ich Informationen, die es sonst nirgendwo gab. Darunter auch Aussagen von Air Force-Mitarbeitern, die in den Akten der Air Force selbst nie auftauchten. UFO-Jäger Nick Redfern geht Unmengen von Regierungsunterlagen aus der ganzen Welt durch, auf der Suche nach verborgenen Informationen über UFO-Vorfälle. Mein Ansatz ist es, die offizielle Sicht auf diese Dinge unter die Lupe zu nehmen. Ich versuche herauszufinden, was das britische Militär, die Royal Air Force oder das Verteidigungsministerium bereits entdeckt haben. Oder wie hier die CIA, das FBI und die Nationale Sicherheitsbehörde. Was mich dazu treibt, UFOs zu untersuchen, ist die Vermutung, dass es in offiziellen Kreisen Menschen geben muss, die die Wahrheit kennen. Ich finde, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, über etwas so Wichtiges und Unglaubliches wie die Anwesenheit von fremden Lebensformen informiert zu werden. Meine Forschungen haben mich davon überzeugt, dass UFOs Realität sind und dass wir Besuch aus dem All erhalten. Deshalb bin ich ein UFO-Forscher geworden. Gibt es Regierungsmitarbeiter, die zugeben, dass etwas verschleiert wird? Als Nick Pope, ein früherer Angestellter des britischen Verteidigungsministeriums, die UFO-Untersuchungen innerhalb der britischen Regierung öffentlich machte, bekam der Schleier der Vertuschung einen Riss. Begonnen hat man damit etwa 1950, als es die ersten UFO-Sichtungen in unserem Land gab, was natürlich ein hohes Medieninteresse und Interesse in der Bevölkerung zur Folge hatte. Ein Interesse, das man in Regierungskreisen fürchtete. Passt auf, hör zu, das geht hier vor. Wir nehmen an, dass das UFO-Phänomen echt ist. Wenn ein Mitglied des Verteidigungsministeriums öffentlich verkündet, dass es sich bei UFOs tatsächlich um außerirdische Flugkörper handelt, signalisiert das der Öffentlichkeit und den Medien, dass diese Dinge offiziell ernst genommen werden und dass es Menschen gibt, die sie untersuchen. Wir haben Ted Phillips' Arbeit jahrelang verfolgt. Was er geleistet hat, verdient Anerkennung. Denn er ist schon rausgegangen, bevor es Mode wurde und hat Beweise für UFO-Landungen gesammelt. Er nannte sie Landungsspuren, also greifbare Beweise dafür, dass etwas passiert ist.
Mein Job als UFO-Jäger ist einfach das Sammeln von greifbaren Beweisen über UFO-Sichtungen. In den letzten 36 Jahren habe ich persönlich etwa 600 Fälle untersucht oder begleitet. Bedingt durch die Menge an Beweisen wurde der Fall Socorro zum Wendepunkt für viele UFO-Jäger, einschließlich J. Allen Hynek. Allen hat viel über diesen Fall gesprochen. Er meinte, das wäre ein Zeichen dafür gewesen, dass etwas im Gange war. Denn hier handelte es sich um eine Sichtung bei Tageslicht. Unter den Zeugen gab es einen Polizeibeamten und es gab greifbare Beweise am Landeplatz. Deshalb hat er mir 4 Jahre später vorgeschlagen, mich auf Landungsfälle zu spezialisieren. Besonders auf jene, bei denen es offensichtliche Beweise gab. Denn man kann Jahre damit verbringen, die Lichter am Himmel zu beobachten, und alles, was dabei herauskommt, sind reine Beobachtungen. Dr. Hynek hat seinen Leuten immer empfohlen, sich zu spezialisieren. Ted war einer, der auf ihn gehört hat, und er machte sich einen Namen als Spezialist für Landungsbeweise. Bis heute wird die Socorro-Sichtung in den Regierungsunterlagen als unerklärlich geführt. Phillips' Archive hingegen sind voller Fälle, die er als bedeutend bezeichnet. Bei einem bedeutenden Fall gibt es mehrere Zeugen, gute Sicht aus geringer Entfernung, genügend Zeit für die Augenzeugen, um alles zu realisieren, und greifbare Überreste. Mit anderen Worten, das Objekt hinterlässt Spuren in der Erde, an Pflanzen oder Bäumen. Es kommt immer auf den Fall an. Einige Fälle, die er untersucht hat, konnten unmöglich auf normalem Weg entstanden oder gefälscht worden sein. Es muss sich um etwas Ungewöhnliches gehandelt haben, das gelandet ist, die Umgebung verändert hat und wieder verschwunden ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir es mit bewusst hinterlassenen Spuren einer fremden Intelligenz zu tun haben, basierend auf Daten und Fakten. Während hier an Usus, da es darum ging, die unmittelbare Gefahr einzuschätzen. They had examples. 1982 zum Beispiel versuchte ein Kommandant im Baikalsee, eines dieser schwimmenden Objekte sicherzustellen. Bei diesem Einsatz verlor er einige seiner Leute sowie seine komplette Ausrüstung. Daraufhin beschloss das sowjetische Oberkommando, keine Menschenleben mehr für die Erforschung dieser Phänomene, dieser sogenannten Beobachter, aufs Spiel zu setzen. Es ist nicht einfach, sowjetische UFO- oder USO-Vorfälle zu untersuchen, denn den Hang zur Geheimhaltung hat Russland leider beibehalten. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das, was sich in diesen Unterlagen finden ließe, sollten sie jemals freigegeben werden, die Geschichte unseres Planeten verändern würde. Doch während sich einige durch Archive kämpfen, forschen andere UFO-Jäger jenseits der materiellen Welt. Viele Menschen, die sich mit UFOs beschäftigen, erweitern damit ihren Horizont. Sie betreten die Welt der Metaphysik, weil sie nach Antworten suchen. Sie spüren, dass es noch etwas Größeres geben muss als das, was die Wissenschaft erklären kann. Einer dieser UFO-Jäger ist John Rixie Moore. In den 1990ern untersuchte er auf der ganzen Welt ein Phänomen, das mit UFOs in Verbindung gebracht wird: Kornkreise. Einen frischen kann man körperlich spüren. Er kann einem echt die Haare zu Berge stehen lassen. Wenn man darin herumläuft, stellt man erstaunlicherweise fest, dass das Zentrum des Strudels nicht unbedingt das Zentrum des Zeichens sein muss.
Meist liegt es weit außerhalb. Und wenn man in Richtung der umgebogenen Halme geht, hat man das Gefühl, dass es bergab geht. Man läuft fast. Geht man aber gegen die Liegerichtung der Halme, dann passiert genau das Gegenteil. Man kommt aus der Puste und hat das Gefühl, bergauf zu steigen. Einige Menschen reagieren sogar mit Übelkeit in der Nähe dieser Phänomene. Auch UFO-Jäger Ruben Uriati kann diese körperlichen Auswirkungen bestätigen. Im Laufe der Jahre hatte ich die Chance, durch einige Kornkreise zu gehen und bei einigen der Leute, die mit Aufzeichnungen von James McDonald entdeckt und daraus die Biografie Firestorm verfasst. Er hat hunderte von Vorträgen vor wissenschaftlichen Gruppen zum Thema UFOs gehalten. In seinen Aufzeichnungen hat er immer wieder erwähnt, dass das UFO-Phänomen in seinen Augen ein ernsthaftes wissenschaftliches Problem darstellt. Er war also sowas wie der Top-Jäger. Jim McDonald war so sehr von der Sache überzeugt, dass er es 1968 sogar schaffte, einen Kongressabgeordneten davon zu überzeugen, Anhörungen zu unterstützen. 6 Wissenschaftler machten ihre Aussagen persönlich, auch McDonald und Hynek. 6 weitere reichten ihre Aussagen schriftlich ein. Dr. Frank Drake, Professor für Astronomie an der Cornell University, folgte McDonalds Beispiel und half dabei, das wohl bekannteste Programm zur Erforschung von Leben im Weltraum zu schaffen. Das Search for Extraterrestrial Intelligence Programm, kurz SETI. Das SETI-Programm beschäftigt sich mit der Frage, ob es in anderen Sternensystemen bewohnte Planeten gibt und wie man mit ihnen Kontakt aufnehmen könnte. Mit weltweit operierenden Radioteleskopen sucht SETI im Weltraum nach Radiowellen von anderen intelligenten Lebewesen. Doch Dr. Rudy Schild, Forscher am Harvard-Smithsonian-Institut für Astrophysik, vermutet, dass SETI seine Fehler hat. In meinen Augen ist SETI der Ansatz hochintelligenter Menschen, die meinen, dass sie außerirdische Technologie verstehen und auch nutzen können. Und vor allem beweisen wollen, dass es außerirdisches Leben gibt. UFO-Jäger hingegen sind auch sehr intelligent, aber sie handeln so, wie es jeder von uns tun würde. Sie packen ihre Kameras und Geigerzähler aus und dokumentieren Beobachtungen. Ich kann den UFO-Jägern nur gratulieren, denn ich denke, sie werden als Erste fündig werden. 24. April 1964, Socorro, New Mexico. Am helllichten Tag beobachtet der Polizeibeamte Loni Zamora nur 30 Meter von sich entfernt ein ovales Objekt mit 4 Füßen und 2 menschenähnlichen Wesen. Als das Objekt abhebt, hinterlässt es verbrannte Büsche und 4 Abdrücke im Boden. 2 Tage später wird ein fast identisches Objekt im knapp 250 Kilometer entfernten La Madera gesichtet. Beide Fälle werden von den UFO-Jägern J. Allen Hynek und seinem Studenten Ted Phillips untersucht. Ich fing als Skeptiker an und war nach dem Fall in Socorro geläutert. Es gab 4 Abdrücke der Landungsstützen und ein paar kleinere, die wie Fußabdrücke acht sind. Dr. Lear hat bislang mehr als 10 solcher Operationen überwacht und bei jeder wurden seltsame Objekte aus dem Körper entfernt. Sie alle werden in Dr. Lears persönlichem Archiv verwahrt. Es sind Beweise, die jeder wissenschaftlichen Erklärung trotzen. Wir haben herausgefunden, dass diese Objekte ein Metall enthalten, das es auf der Erde nicht gibt. Diese Unmenge an greifbaren Beweisen lässt für mich nur den Schluss zu, dass wir von einer fremden Intelligenz besucht werden. Und deshalb bin ich ein UFO-Jäger. Die Echtheit der von UFO-Jägern gesammelten Beweise zu bestätigen, ist ebenso wichtig wie sie aufzuspüren. Egal, ob die Untermauerung nun durch die Wissenschaft, die Metaphysik, durch Dokumente oder Bildmaterial erfolgt. Keiner der UFO-Jäger würde seine Reputation durch gefälschtes Beweismaterial aufs Spiel setzen. Seitdem viele UFO-Sichtungen auf Video festgehalten werden, unterliegt ihre Überprüfung Forschern wie dem optischen Physiker der US-Marine Dr. Bruce McAbee.
Als UFO-Jäger trenne ich die Spreu vom Weizen. Bei Fotografien zum Beispiel muss ich einfache Verwechslungen und eindeutige Fälschungen von den Aufnahmen unterscheiden können, die wirklich unerklärlich sind. Dr. McAbee hat in den letzten 25 Jahren 3 Dutzend Fachbeiträge und über 100 UFO-Forschungsarbeiten veröffentlicht. Ich kenne Bruce seit über 30 Jahren. Er ist überaus ausdauernd, konsequent und er lässt sich nie von einer persönlichen Meinung, sondern nur von wissenschaftlichen Fakten beeinflussen. In meinen Augen ist Dr. Bruce McAbee ein echter UFO-Jäger. Dr. McAbee benutzt computergesteuerte Analyseprogramme, mit deren Hilfe jedes Foto und jedes einzelne Bild eines Videos geprüft werden kann. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen haben sich bewährt. Ich habe nicht nur anhand von Fotos geforscht, sondern auch geschichtliche Forschung im UFO-Bereich betrieben. Dr. McAbee ist überzeugt, dass Fotos allein nie die ganze Geschichte erzählen können. Er vermutet, dass die US-Regierung Informationen zurückhält. Ich war einer der Ersten, der der Regierung die Türen eingerannt hat, um an Informationen des FBIs zu kommen. J. Edgar Hoover hat mal behauptet, es war und würde nie die Aufgabe des FBI sein, sich in UFO-Untersuchungen hineinziehen zu lassen. Doch in den 70ern hat Dr. McAbee auf die Herausgabe von Informationen geklagt und 1600 Seiten Material. Nehmen andere UFO-Jäger das Meer unter die Lupe. Angesichts der Tatsache, dass 70% unseres Planeten von Wasser bedeckt sind, richtet sich ein Großteil der UFO-Forschung auf die Weltmeere. UFO-Jäger Paul Stonehill hat 10 Jahre damit verbracht, solche Sichtungen zu untersuchen. Als die Sowjetunion auseinanderbrach, beschloss ich, ein russisches UFO-Forschungszentrum zu gründen, als eine Art Brücke zwischen sowjetischen und amerikanischen Ufologen. Auch die Sowjets hatten es mit Vorfällen und Gegenständen zu tun, die sie nicht greifen oder erklären konnten. Aber sie haben es erforscht. Einige der interessantesten Fälle ereigneten sich zwischen den 1960ern und 70ern, als es einige U-Boot-Kommandanten mit riesigen Objekten zu tun bekamen, die aus dem Wasser aufstiegen und sie verfolgten. Riesige zigarrenförmige Objekte, die über ihren Booten schwebten, sie beobachteten und sich mit enormer Geschwindigkeit bewegten. Stonehill spezialisierte sich auf das, was die Forscher USO-Begegnungen nennen. Ein USO ist ein unidentifiziertes submarines Objekt. Ein UFO ist ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Der sowjetische Nachrichtendienst, besonders der Nachrichtendienst der Marine, war sehr interessiert an USOs, da es darum ging, die unmittelbare Gefahr einzuschätzen. They had examples. 1982 zum Beispiel versuchte ein Kommandant im Baikalsee, eines dieser schwimmenden Objekte sicherzustellen. Bei diesem Einsatz verlor er einige seiner Leute, sowie seine komplette Ausrüstung. Daraufhin beschloss das sowjetische Oberkommando, keine Menschenleben mehr für die Erforschung dieser Phänomene, dieser sogenannten Beobachter, aufs Spiel zu setzen. Es ist nicht einfach, sowjetische UFO- oder USO-Vorfälle zu untersuchen, denn den Hang zur Geheimhaltung hat Russland leider beibehalten. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das, was sich in diesen Unterlagen finden ließe, sollten sie jemals freigegeben werden, die Geschichte unseres Planeten verändern würde. Sich Hynek's Meinung über die Existenz von UFOs geändert. Nachdem Project Blue Book eingestellt wurde, beschloss Hynek, die UFO-Forschungen auf eigene Faust weiterzubetreiben. Er gründete mit dem UFO-Jäger John Schüssler das Mutual UFO Network, kurz MUFON, das bis heute UFO-Sichtungen untersucht.
Das MUFON wurde ins Leben gerufen, weil es keine Stelle gab, an die die Menschen sich mit ihren UFO-Geschichten wenden konnten. Schüssler und Hynek wurden zwar in UFO-Kreisen respektiert, doch es war ein anderer UFO-Jäger vom Institut für Atmosphärenphysik der University of Arizona, der seinen Ruf nutzte, um die Sichtweise seiner Kollegen auf UFOs zu verändern. Bevor James McDonald öffentliches Interesse an unseren Untersuchungen bekundete, hat die Wissenschaft das UFO-Phänomen völlig ignoriert. McDonald war der erste renommierte Wissenschaftler, der öffentlich Interesse daran bekundete. Seine Kollegen waren total überrascht, denn zu dieser Zeit hätte kein Wissenschaftler je öffentlich zugegeben, dass er sich mit UFOs beschäftigte. Das war nur etwas für Spinner. Anne Druffel beschäftigt sich seit 57 Jahren mit UFOs. Sie hat die persönlichen Aufzeichnungen von James McDonald entdeckt und daraus die Biografie Firestorm verfasst. Er hat hunderte von Vorträgen vor wissenschaftlichen Gruppen zum Thema UFOs gehalten. In seinen Aufzeichnungen hat er immer wieder erwähnt, dass das UFO-Phänomen in seinen Augen ein ernsthaftes wissenschaftliches Problem darstellt. Er war also sowas wie der Top-Jäger. Jim McDonald war so sehr von der Sache überzeugt, dass er es 1968 sogar schaffte, einen Kongressabgeordneten davon zu überzeugen, Anhörungen zu unterstützen. Sechs Wissenschaftler machten ihre Aussagen persönlich, auch McDonald und Hynek. Sechs weitere reichten ihre Aussagen schriftlich ein. Dr. Frank Drake, Professor für Astronomie an der Cornell University, folgte McDonalds Beispiel und half dabei, das wohl bekannteste Programm zur Erforschung von Leben im Weltraum zu schaffen. Das Search for Extraterrestrial Intelligence Programm, kurz SETI. Das SETI-Programm beschäftigt sich mit der Frage, ob es in anderen Sternensystemen bewohnte Planeten gibt und wie man mit ihnen Kontakt aufnehmen könnte. Mit weltweit operierenden Radioteleskopen sucht SETI im Weltraum nach Radiowellen von anderen intelligenten Lebewesen. Doch Dr. Rudy Schild, Forscher am Harvard-Smithsonian Institut für Astrophysik, vermutet, dass SETI seine Fehler hat. In meinen Augen ist SETI der Ansatz hochintelligenter Menschen, die meinen von Ausbildungsprogramms. Sie überwacht sowohl die Ausbildung als auch die Fortschritte der über 1000 UFO-Jäger des Landes. Derzeit gibt es noch keine von der Regierung unterstützte Organisation, die diese Arbeit übernimmt. Doch die Menschen sehen die Notwendigkeit einer solchen Arbeit. Peter Jeremiah ist ein Ausbilder im MUFON-Programm. Er ist erfahren genug, um herauszufiltern, wer talentiert ist und ernsthaft an die Sache herangeht und wer nicht. Mein Ziel als Ausbilder ist es, qualifizierte und geprüfte Ermittler für diese Arbeit zu haben. Ich will keine Fanatiker, die jedes kleine Ding schon für ein UFO halten. So etwas darf nicht passieren. Wenn sie sich an das Ermittlerhandbuch halten, offenbart sich das Unerklärliche ganz von selbst und der Rest fällt raus. Benutzen Sie Ihre Bibel, wenn Sie ermitteln. Sie enthält alle Informationen, die Sie brauchen. Diese Bibel ist das Handbuch der MUFON-Vorortermittler. Jeder Fall soll in der Tradition der UFO-Jäger Dr. J. Allen Hynek und Dr. James McDonald untersucht werden. Deshalb hat die Organisation Formblätter entwickelt, die die Dokumentation erleichtern. Sowie ein Vor-Ort-Ermittler-Kit mit nützlichen Werkzeugen wie Kassettenrekorder, Kompass, Karten und einer Kamera. John Schüssler, der Direktor von MUFON, hat eine Vision für die Zukunft von MUFON und will bei jedem neuen Ermittler sicherstellen, dass die Glaubwürdigkeit gewahrt bleibt. Unsere Vor-Ort-Ermittler müssen dieses Handbuch studiert haben und eine Prüfung dazu ablegen, um zu beweisen, dass sie unsere Vorgehensweise verstanden haben. Wir wollen sie damit nicht in ihrem Eifer einschränken, sondern legen nur Kriterien fest, damit auch alle dieselbe Sprache sprechen. Und dann verfassen sie ihren Bericht. Nach der Ausbildung machen sich die UFO-Jäger an die Arbeit.
Wenn man eine Meldung bekommt, ruft man als erstes die Zeugen an und arrangiert ein Treffen. Ich spreche gerne persönlich mit ihnen, das ist mir lieber als ein Telefonat. Dann besuchen wir mit ihnen den Ort des Geschehens und fragen nach Foto- oder Videobeweisen. Am Ende fassen wir dann alle unsere Erkenntnisse zusammen und schicken sie an das MUFON-Hauptquartier. MUFON untersucht jedes Jahr mehr als 1000 Fälle, von denen etwa 20% in die Kategorie unerklärlich fallen. Wir haben etwa 300 Berater und Spezialisten aus allen möglichen Bereichen, die das Bei diesem Einsatz verlor er einige seiner Leute, sowie seine komplette Ausrüstung. Daraufhin beschloss das sowjetische Oberkommando, keine Menschenleben mehr für die Erforschung dieser Phänomene, dieser sogenannten Beobachter, aufs Spiel zu setzen. Es ist nicht einfach, sowjetische UFO- oder USO-Vorfälle zu untersuchen, denn den Hang zur Geheimhaltung hat Russland leider beibehalten. Ich bin absolut überzeugt davon, dass das, was sich in diesen Unterlagen finden ließe, sollten sie jemals freigegeben werden, die Geschichte unseres Planeten verändern würde. Doch während sich einige durch Archive kämpfen, forschen andere UFO-Jäger jenseits der materiellen Welt. Viele Menschen, die sich mit UFOs beschäftigen, erweitern damit ihren Horizont. Sie betreten die Welt der Metaphysik, weil sie nach Antworten suchen. Sie spüren, dass es noch etwas Größeres geben muss als das, was die Wissenschaft erklären kann. Einer dieser UFO-Jäger ist John Rixey Moore. In den 1990ern untersuchte er auf der ganzen Welt ein Phänomen, das mit UFOs in Verbindung gebracht wird: Kornkreise. Einen frischen kann man körperlich spüren. Er kann einem echt die Haare zu Berge stehen lassen. Wenn man darin herumläuft, stellt man erstaunlicherweise fest, dass das Zentrum des Strudels nicht unbedingt das Zentrum des Zeichens sein muss. Meist liegt es weit außerhalb. Und wenn man in Richtung der umgebogenen Halme geht, hat man das Gefühl, dass es bergab geht. Man läuft fast. Geht man aber gegen die Liegerichtung der Halme, dann passiert genau das Gegenteil. Man kommt aus der Puste und hat das Gefühl, bergauf zu steigen. Einige Menschen reagieren sogar mit Übelkeit in der Nähe dieser Phänomene. Auch UFO-Jäger Ruben Uriarte kann diese körperlichen Auswirkungen bestätigen. Im Laufe der Jahre hatte ich die Chance, durch einige Kornkreise zu gehen, und bei einigen der Leute, die mit mir zusammen waren, konnte ich körperliche Symptome miterleben. Einigen wurde schwindelig, andere hatten das Gefühl auszutrocknen. Manchmal wurde sogar mir schwindelig. Man spürt, dass da etwas ist, dass etwas mit einem passiert. Ich bin ein UFO-Jäger, weil ich wissen will, was auf diesem Planeten los ist, wie das alles zusammenhängt und was